Hallo liebe Dino-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Survival Wolf mit unserem Hansi auf die Island. Und Leute, heute riskiere ich's. Heute möchte ich in die Schneehöhle. Mhm. Ich habe mir jetzt hier schon alles ein bisschen zurechtgelegt. Wir nehmen die Sau mit, die Heilsau. Sie, ein Rex natürlich. Wir nehmen die Heilsau mit. Sie soll passiv neben uns herlaufen und uns heilen. Wir nehmen unseren Juti mit. Ich habe jetzt hier nochmal unseren besten Juti rausgeholt. Der muss noch ein bisschen geheilt werden. Ja, das dürfen wir nicht verabsäumen. Wir nehmen diesen. Ups. Nee. Geh weg. Diesen Wolf hier ist ein von uns gezüchteter. Mit 6000 Leben, 400 Schaden. Wir haben keine besseren Wölfe, leider. Ja. Wirklich sagen, leider haben wir keine besseren Wölfe. Ich hoffe einfach, dass wir das mit denen irgendwie hinkriegen. Er ist leider nicht von uns gezähmt, hat aber auch super Werte, das Lomo. Wir nehmen ihn mit. Sonst gibt es bald das Lomo, den dritten. Mhm. Ich will jetzt vorankommen, Leute. Ich will vorankommen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo mir hier eigentlich der Kopf steht. Ich war jetzt so lange nicht im Spiel, dass ich es echt nicht mehr weiß, ne? Die Werte von den anderen Wölfen sind einfach nicht optimal. Wir brauchen aber noch mehr. Den Wolfsjungen nehmen wir auf jeden Fall mit, ne? Kommen wir da ein bisschen raus. So. Wie geht's euch, Leute? Wie geht's euch? So. Und wir nehmen auch hier jetzt mal das ganze Fleisch mit. Das verteilen wir dann wieder. Wir werden sie eh brauchen, beziehungsweise kriegen wir eh wieder Fleisch, ne? Der hier hat 5400 Leben. Wir können, glaube ich, maximal 5 Wölfe haben. 1, 2, 3, 4. Das heißt, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Schaut der aus. 5500, 300. 5384. Der wird halt mehr Schaden machen, ne? Er würde hier mehr Schaden machen. Also nehmen wir ihn hier mit. Wir brauchen auch ein bisschen einen Schaden. Ich meine, ich habe einen ziemlichen Schaden, ja, aber ihr wisst, was ich meine. So. Das wäre unser Suicide Squad. Wirklich Suicide Squad. Wir haben einen Diadon mit. 1, 2, 3, 4, 5 Dingenskirchens, ne? Wölfchen. Ein Juti, ein Rex und einen haben wir noch frei. Da würde ich noch einen zweiten Rex mitnehmen. So. Nehmen den hier einfach raus. Ja, das Beste sind eh schon alle gelevelt, die was da drin sind. Ja. So, haben wir hier noch irgendwas drin, was wir brauchen. Ich habe 6, 7 Stück von den Enterhaken. Ich habe 2 Fackeln. Mhm. Die Schneerüstungen habe ich hier. So. Schneerüstungen habe ich hier, 2 Stück. Ich habe noch 7 Holzbarrikaden mit. Und 2 Spitzhacken. Leute. Auf. Auf ins Verderben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es schaffen. Ich vermute, wir werden ziemliche Probleme haben. Aber ich möchte das jetzt echt versuchen, die große Schneehöhle zu machen. Zumal ich auch die Erkenntnisse haben möchte oder Erkenntnisse daraus gewinnen möchte. Ja? Ihr habt mir schon viele Tipps gegeben in den Kommentaren. Ich danke euch vielmals. Ja? Ich danke euch auch, dass ihr, obwohl es jetzt 2 Wochen keine Videos gab, ihr immer noch da seid, ihr euch schon wieder auf die Videos gefreut habt. Viele von euch haben mir auch
auf Instagram bzw. Facebook geschrieben. Vielen herzlichen Dank für eure Worte. Ihr wisst, leider kommt das Real Life manchmal ein bisschen dazwischen, vor allem wenn man YouTube nicht hauptberuflich macht, sondern eben nur nebenberuflich, so wie ich, oder nebenberuflich kann man sagen, hobbymäßig kann man sagen, ja. Da danke ich euch wirklich viel, vielmals. Ich weiß bis jetzt immer noch nicht, wo ich mein ganzes Zeug verloren habe. Ich gehe mal davon aus, das war, als wir da in einem Stream da in der Lavahöhle ziemlich versagt haben, ne? Nachdem wir zuerst richtig gerockt haben, aber Marito wollte dann wieder zu viel. Heute will ich auch viel, beziehungsweise in den nächsten Folgen, ich werde mir da richtig Zeit lassen, ja? Wir werden so richtig Zeit lassen in der großen Schneehöhle. Also das kann schon sein, dass das jetzt über 2-3 Folgen geht. Ich kenne den Weg nicht. Ich weiß, dass er ewig lange ist. Ich kenne ihn, wie gesagt, nicht. Aber wir werden ihn finden. Ich weiß, irgendwo müssen wir mal durch Eiskristalle durch. Ich habe die große Schneehöhle schon mal damals im Stream beim Doctendo gesehen. Und ihr habt mir auch geschrieben, dass man irgendwo durch muss. Ich weiß, die Höhle ist richtig knackig. Im Eingangsbereich sind wir schon mal gewesen und ja, war unser halber Squad hin und ich war mit den Nerven down, ja. Ich weiß nicht, wie weit das wir diesmal kommen. Schaffen wir es nicht? Werden wir sehen. Werden wir sehen, ihr Lieben. Aber, ganz ehrlich, nach 2 Wochen Folgenpause, heißt in dem Sinn 4 Wochen nicht mehr arg gespielt. Ergo, ich bin so draußen, ja, ich weiß nicht, wo meine nächsten Schritte sind. Ich muss mich da echt erst, und da werde ich jetzt noch ein paar Folgen brauchen, ja, wieder reinkommen. So, du landest jetzt mal, ne? Der ist jetzt erschöpft. Jetzt habe ich es ein bisschen übersehen mit der Energy. Macht er das jetzt automatisch? Ja, er macht es automatisch. Nee, er macht es nicht. Okay. Wieso landet der nicht einfach? So wie normal? Hä? Okay. Ich bin sowas von draußen momentan vom Spiel. Ich finde Spiel nach wie vor geil und ich bin nach wie vor interessiert und ich freue mich nach wie vor jetzt hier zu spielen. Aber draußen im Sinne von, was habe ich mir damals gedacht, wenn wir in der letzten Aufnahme, was hatte ich vor, was war mein Plan? Frag mich nicht. Ich habe mir jetzt natürlich auch die letzten Folgen nochmal angesehen und ich komme einfach nicht dahinter, was da gerade los war bei mir, ja? Gut. Auf jeden Fall, uns fehlen noch 2 Artefakte. Das aus der großen Schneehöhle und das aus der großen Kaverne. Jetzt gehen wir erstmal die große Schneehöhle an. Dann werden wir uns an die Kaverne machen. So. Und dann, ihr Lieben, geht's in Richtung Bosse. Das ist der Plan. Und ihr wisst, ein Plan ist ein Plan. Ist auch immer ein Plan. Und ja, ob dieser Plan aufgeht, seht selbst. Ich kann es euch nicht sagen. Gegenwarts-Marito weiß es nicht. So. Lasst uns weiter. Im Stream werden wir natürlich noch die Kathedrale weiterbauen, keine Frage. Da, ja, da ist es inhaltlich gesehen jetzt ein bisschen einfacher für mich, weil da muss ich jetzt erstmal das Ding fertig bauen. Boah, ist das ein schöner Agi. Der ist ja hübsch. Das Federnkleid ist immens hübsch. Gefällt mir sehr gut. So, und ich glaube, hier müssten wir richtig sein, ne? Ich könnte eigentlich gleich mich mal umziehen. Ah ja, ich habe mir
Ich habe nur, mir fehlt ein Bruststück. Hatte ich zu wenig. Da hatte ich zu wenig Pelz für die zweite Garnitur. Und ich war mir nicht mehr sicher, ob die andere Garnitur nicht ich hier in der Schneehöhle ist. I don't know. Wenn nicht, ja, Hammerpech. Ja, ich riskiere das jetzt wirklich. Ich weiß, der ein oder anderen sehen mich schon sterben, die ein oder anderen warten drauf, dass ich sterbe. Die einen oder anderen denken sich, oh nein, Marito, tu das jetzt nicht. Bitte, tu das einfach nicht. Ich brauche das heute. Leute, ich brauche das heute. So, wo ging es jetzt? Da drüben ging es rein. Ja, ich sehe schon wieder die halbe Folge um, ne? Das heißt, in dieser Folge werden wir auf jeden Fall noch den Eingangsbereich sichern. Ist drin aufbauen. Puh, dann geht's los, ne? Dann geht's los. So, hatten wir hier eigentlich noch irgendwas drin? Ach, schau dich an. Okay. Schau dich an. So. Ich nehme jetzt mal alles raus hier, ne? Die Lederklamotten kann ich eigentlich drin lassen. So. Ich habe jetzt hier noch ein zweites Bett mitgenommen. Das habt ihr mir ja empfohlen. Stell immer gleich zwei Betten auf. So. Puh. Das lassen wir hier. Die nehmen wir lieber eine ganz. Also haben wir eh. Passt. Da lassen wir auch eine hier. Den Rest nehmen wir mit, ne? Den Rest nehmen wir mit. Du bist auf neutral. Passt. Was war denn das jetzt gerade für ein. Puh. Ah, da war der Spalt, ja. Den habe ich gerade gesucht. Ich dachte, der wäre. Okay, da haben wir schon Bären, ne? Kann ich das jetzt hier so weit nach vorne setzen? Dass der Bär da nicht durchkommt. Wieso kriege ich das jetzt nicht mehr weg? So ging das. Okay, der Bär tut sich gerade selber weh, ne? Sehe ich das jetzt richtig? Hier soll ich ja meine ganzen Tiere auspacken im Endeffekt. Achso, da ist ein Loot-Container gleich. Schau mal her. So. Ich weiß nämlich jetzt auch nicht, ob die Tiere alle, wie die eingestellt sind, ne? Ups, Verhalten. Neutral, oder? Neutral wäre mal gut. Und ein Rex hier drin ist immer gut. Und der kann sich jetzt hier noch nicht bewegen, ne? Aber wir sehen hier ein bisschen Wasser mal. Wenn der. Tun die Dinge jetzt dem Rex eigentlich auch weh? Ich komm nicht drüber da. Nee, Rex nimmt keinen Schaden, oder? Doch, nimmt Schaden. Ja, ich muss jetzt hier aber mal irgendwie. Anfangen.
Okay, er kann auf jeden Fall drüber beißen. Wenn ich ihn so drehe. Okay, da kann er zeitlich auch vorbei. Ist jetzt schon der zweite da. Ich habe ja auch gesagt, hier der Anfangsbereich soll irgendwie das Schwierigste sein in der ganzen Höhle. 183. So, lass mich schauen. Was haben wir da hinten? Wölfe, Bären, Yetis. Ich würde jetzt das erstmal wegnehmen. Das irritiert mich. So, kommt her. Kommt erstmal niemand. Hinten sind auch Wölfe. Kommt da jetzt echt niemand daher? Das wäre ja nicht. Ich bin denen voll egal, ne? Der Wolf. Mal da durch. Und der Restling. Okay. Man summe gegen einen Rex, haben sie ja keine Chance. Aber ich habe ja das letzte Mal schon festgestellt, mit dem Rex da durch ist nicht, ne? Ich habe zwar geschrieben, man kann auch mit dem Rex durch. Bis auf gewisse Stellen. So, da drüben. Wenn mal darüber geht, seid ihr für das Fische. Und den Rex kannst du hier mal ordentlich aufräumen. Das geht schon gut. Wieder hier festgepackt. So, der Yeti da drüben und da ist auch noch ein Wolf. Kann ihn halt schwer manövrieren. Wie immer. Die Yetis kann man ja leider nicht sehen, was ich sehr, sehr schade finde. So. Soweit müssen wir jetzt hier mal alles clean haben, ne? Ich sehe jetzt da nicht nach vorne, da ist ein Bär. Irgendwo müssen wir links weg, ne? Geht ein bisschen raus. Komme ich jetzt runter? Oh, fuck, was war das? Ah, Polomia. Ich bin gestunt. Beiß ihn doch. Warum tut er nichts? Warum hat er jetzt nichts getan? Jetzt beißt der Rex zu. Na super. Warum? Das verstehe ich jetzt nicht. So, da gehe ich jetzt aber ohne Rüstung kurz rein. Das sollte ich schaffen. So, der Eingangsbereich ist ja frei. Ja, es ist arschkalt, ich weiß. Wir probieren es einfach. Wenn ich es nicht schaffe, schaffe ich es nicht. Ich habe da jetzt gerade keinen sehr großen... Oder sagen wir so, ich bin hier gerade sehr, sehr sterberesistent. So. Wo ist mein... Echt jetzt? Dein Otter wurde gekillt. Na super. Echt geil.
Auch niemand. So. Oh, 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 oh. Oh, das braucht man nicht. Das braucht man nicht. Schibi holen wir uns wieder da rein. Scheißegal, wie es heißt. Oh, 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 oh. Ja? Ey, was kriegt man da alles für Kack? Das braucht doch wirklich niemand. So. Die Heilsau. Hauen wir mal raus. Passive Heilung aktiviert. Die soll ständig heilen. Ich weiß nicht, ob die mich auch heilt. Den hauen wir raus. Wo ich jetzt das Auto ermutigen anmache. Das heißt, der sollte eigentlich regelmäßig buffen jetzt, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ziel an. Boah, jetzt hör auf zum Schreien hier. Da wackelt die ganze Bude. Optionen. Nee, Verhalten, ne? Greife Ziel an. Greife Ziel an. Ziel an. Irgendeiner fehlt mir jetzt hier noch. Dein Ziel angreifen. Okay. So, Juti, gehen wir auf neutral. Ich habe Hunger. So Leute, und in der nächsten Folge geht's los hier in der großen Schneehöhle. So richtig nämlich. Dann bringen wir weiter vor. Bis dahin. Ciao, Baba. Euer Marito.